Ja, guten Morgen, liebe Freunde, und hallo zu einem kleinen Infovideo. Und zwar, ja, merke ich gerade, mir hat das Internet rausgehauen, das ist ganz toll. Ja, ich habe heute ein kleines Infovideo für euch. Und zwar ist es eigentlich doof, dass ich dazu nicht auf meinen Kanal gehe. Ja, es gibt ein paar kleine Veränderungen in meiner Let's Player-Karriere. Was das sein wird, das sage ich euch jetzt, wenn das Ding hier mal zu laden anfängt. Das sieht ein bisschen schlecht aus. Ich komme nicht ins Internet rein. Warum auch immer. Jetzt scheint es zu funktionieren. Hoffe ich zumindest. Ja, geht. Also, ja. Ihr seht hier, fehlt was. Nämlich zwei Kanäle. Erstens der von Senshi Northern Zetsu, den kennt ihr vielleicht aus ein paar Parts von mir, unter anderem Seven Wonders. Und hier, der Community-Kanal CoreyGLP. Hat einen ganz bestimmten Grund, und das sage ich jetzt erstmal. Nämlich, es funktioniert nicht mehr. Ich und Senshi, oder Senshi und ich, wenn ihr so wollt, das war mal, wirklich. Begründung ist, Senshi fühlt sich in letzter Zeit auch wie der letzte Vollidiot. Privat und öffentlich. Irgendwann habe ich da keinen Bock mehr drauf. Ne? Ich habe einen Schlussstrich gezogen. Ich sage jetzt auch nicht warum. Wie er sich wie ein Vollidiot verhält, aber er tut's einfach. Ich sage das jetzt mit Absicht nicht, weil sonst hat er wieder irgendwelche Hater an der Backe gegeben und das. Ja. Ich weiß auch nicht, wie meine Fans sind. Ich traue es euch zwar nicht unbedingt zu, aber. Dann privat habe ich immer noch Probleme ohne Ende. Vor allem Internet. Wir haben nur einen analogen Splitter. Der funktioniert nicht richtig. Deswegen hier auch wunderschön kein Internetzugriff. Und ja, wie soll ich sagen? Es könnte ein bisschen Probleme mit dem Hochladen geben in nächster Zeit. Heute ist auch Donnerstag. Ich weiß nicht, ob ich das diese Woche noch hochladen kann, wenn der Splitter vielleicht funktioniert. Grund, warum der analoge Splitter nicht mehr funktioniert, ist, wir haben alles auf digital umgestellt, sowohl Internet als auch, wie heißt das, Telefon. Ah, jetzt funktioniert es wieder. Ich hab das bald erstmal so. Ja. Und jetzt mit dem Projekt, wie sieht's aus? Am Samstag kommt auf jeden Fall Robo-Fußball. Das ist schon mal klar. Dann geht's auch relativ bald weiter mit Pokémon Mystery Dungeon und auch ein neues Projekt wird folgen. Wie es mit Crazy Machines aussieht, weiß ich nicht, weil, ja, gibt wieder Probleme im Spiel selbst. Und ja, ihr wisst ja, wie mich sowas anfault. Das will ich dann nicht unbedingt vor der Kamera zeigen. Wie es jetzt weitergeht, das werden wir sehen. Nun ja. Ich hoffe, es klappt demnächst wieder. Sowohl privat als auch auf YouTube mit dem Let's Play. Mit dem Internet vor allem. Ich muss mich noch entschuldigen dafür, dass von mir in der letzten Zeit absolut gar nichts kam. Wenn wir jetzt mal schauen, das war vor 4 Tagen und das ist jetzt 2 Wochen her. Ich mal genau gucken, wann. Das war am 5. Januar. Ja, das war vor 19 Tagen. Bedeutet, das ist schon eine Ewigkeit her. Ihr werdet meine Videos, ja gut, nicht unbedingt vermissen, aber wer vermisst schon meine Videos? Aber, ihr werdet euch wahrscheinlich schon denken, was ist los? Warum kommen nichts mehr? Das ist die Antwort. Mein Deutsch ist heute auch wieder so super perfekt, muss ich sagen. Naja, egal. Ich hoffe, es kommen demnächst wieder so richtig auf die Füße. Kann wieder beim Let's Playen so richtig weitermachen. Und Internet hält auch. Da habt ihr auch vielleicht die Kommentare von HSPLP gesehen, meinem Kollegen in der Let's Player Branche, der zuletzt die 150 Abonnenten erreicht hat. Der hat uns ein paar Videos geschrieben, dass von mir diese Woche nichts mehr kommt, eben weil das Internet nicht funktioniert. Habe ich ihm über Skype mitgeteilt. Wenn ihr jetzt sagt, hey Skype, das ist doch auch Internet, bitch please. Ja, aber Skype, da hat der Chat immerhin noch funktioniert und Firefox bisschen aufwendiger als Skype, muss ich dazu sagen. Frisst halt mehr Bandbreite und so. Und auf Skype könnte ich auch noch schreiben und nicht telefonieren.
Boah, das sollte auch eigentlich schon wieder von mir gewesen sein. Wie gesagt, Senshi ist nicht mehr. Probleme privat gehen weiter. Let's Player-Karriere hoffentlich trotzdem auch. Dann würde ich sagen, wir sehen uns demnächst wieder mit irgendeinem Video. Am Samstag mit Robofußball. Dann sehen wir mal weiter. Bis dann, Leute. Wir sehen uns.